to be with you. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich gerade im Auto sitze. Einmal wegen meines Fußes und zweitens, warum überhaupt, wo fahre ich hin? Also erstmal zu meinem Fuß. Dem geht es soweit schon viel, viel besser. Also es ist bei weitem noch nicht wieder normal. Es tut manchmal immer noch weh. Die Schwellung ist aber mittlerweile fast weg. Er ist noch so ein ganz bisschen blau. Aber ich kann den Fuß schon ziemlich gut wieder bewegen. Also ich kann auch nicht wieder 100% normal laufen und den Fuß so normal abrollen. Aber ich kann ihn so super bewegen und auch so weit belasten, dass ich Auto fahren kann. Also keine Angst, ist auch alles abgesprochen und so. Ja, und warum sitze ich im Auto? Ich fahre nach Hause in die Heimat zu meiner Familie, weil Mama heute Geburtstag hat. Und es ist jetzt 8:50. Ich bin schon eine gute Stunde unterwegs und ja, bin hoffentlich so gegen 10:30 zu Hause und freue mich sehr. Ich habe auch hier schon einen Kuchen neben mir stehen, den ich gestern gebacken habe. Das ist so ein veganer Nussrührkuchen. Und ich habe auch noch jede Menge andere Sachen dabei, die ich für Mama gemacht habe als Geschenk. Aber das zeige ich euch dann später nochmal. Ja, ich bin jetzt erstmal ein paar Tage zu Hause. Anni hat auch vor, danach noch ein paar Tage wieder mit nach Hamburg zu kommen. Freue ich mich auch schon wieder drauf. Ja, ich würde sagen, ich schnack gar nicht länger und lasse Mama auch gar nicht länger warten und fahre jetzt einfach weiter. Ich hoffe, ich komme gut durch, aber die Straßen sind wirklich sehr leer und gut zu fahren. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe es nach Hause geschafft. Endlich. Und da sitzt auch die Geburtstagsmama. Ja. Wie fühlst du dich? Gut. Richtig gut. Richtig gut? Das ist gut. Und hier ist auch schon der Geburtstagstisch gedeckt. Meine Geschenke kommen auch noch dazu. Und das ist der Kuchen, den ich gebacken habe. Ich hoffe, der ist gut geworden. Ich wollte einfach mal so einen normalen veganen Rührkuchen machen. Und das ist jetzt so ein Nussrührkuchen mit ganz viel Schokolade. Sehr gespannt. Wenn er gut schmeckt, schreibe ich euch das Rezept in die Infobox. Und Anni und ich gehen jetzt einmal Brötchen holen für unser Frühstück. Sonst wird es ein ganz entspannter Tag. Es ist jetzt auch schon 11:30. Wir haben jetzt hier gerade noch ein bisschen im Wohnzimmer gesessen. Haben wir dann auch um 3 gefrühstückt. Ja, aber das machen wir eigentlich immer so. Das mag ich auch voll. Anni und ich humpeln jetzt mal los zum Brötchen holen, aber ich gehe momentan gerne so ein bisschen spazieren einfach, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Und hole ein Brötchen und dann gibt es Frühstück. Fertig mit Frühstücken und ich sitze hier gerade mit Annegret in meinem Zimmer, die sitzt hinter der Kamera. Und ich wollte jetzt gerade einmal Mamas Geschenk einpacken. Und was ich ihr schenke und ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt einmal. So, hallo aus meiner Küche hier in Hamburg. Für Mamas Geburtstagsgeschenk dachte ich mir, weil sie einen Gutschein für einen Mixer bekommt, der aber momentan leider nicht lieferbar ist, also den bekommt sie erst irgendwann in den nächsten Wochen, dachte ich, mache ich noch so ein paar Kleinigkeiten, die sie auspacken kann trotzdem. Und ich dachte mir, ich mache so ein paar verschiedene Sorten Granola und eine Nussbutter, weil meine Mama ist da ähnlich wie ich, die liebt alles in die Richtung und hat auch einen ziemlich großen Nussbutterverbrauch, so wie ich. Und ich dachte mir, ich mache ein, ja, so eine Art veganes Nutella, also aus gemahlenen Haselnüssen, die habe ich hier schon. Dann mache ich da ein bisschen Dattelsirup rein für die Süße und ein bisschen Kakao, der ist auch von Koro. Und das probiere ich jetzt mal. Ich habe schon mal in meinem Mixer, sie bekommt übrigens den gleichen wie ich, den Sir Mix-a-Lot von Koro. Oh, ich sehe gerade aus, hätte ich eine riesen Mähne. Da drin habe ich schon mal Nussmus gemacht, das funktioniert auch ganz gut. Und was ich jetzt als erstes machen werde, ist die Haselnüsse einmal ein bisschen rösten im Ofen.
Und danach mache ich mich an die Granolas. Ich glaube, ich mache 2 oder 3 Sorten, bin ich mir noch nicht sicher. Okay, die Haselnüsse sind jetzt gerade im Ofen und ich habe mir mal ein paar Gedanken zu den Granolas gemacht und habe mir hier 3 verschiedene Rezepte überlegt, also Zutaten, die ich da habe und die ich da reinmachen könnte. Es gibt ein Granola mit Früchten, also mit getrockneten Früchten. Und ich habe hier diese tolle Lieferung vom Dattelmann bekommen und habe hier diese kleinen Mini-Feigen. Ich glaube, die eignen sich ganz gut dafür. Und von denen habe ich auch noch diese Aprikosen. Und ich habe hier auch vom Dattelmann diese Kokosraspeln, die sehen richtig lecker aus. Und Walnüsse auch noch. Also ich bin richtig gut von denen ausgestattet worden. Übrigens, wenn ihr auch mal beim Dattelmann bestellen wollt, ihr wisst, das ist mein absoluter Favorite für Datteln. Und sie haben mich jetzt gerade wieder mit richtig vielen leckeren Datteln versorgt. Das ist einfach ein Traum. Ich habe auch einen 15% Rabattcode für euch. Also falls ihr da mal bestellen wollt, dann guckt in die Infobox. Da verlinke ich euch das alles mal. Ich mache das so gerne, mir einfach so alle möglichen Zutaten, die ich in meinem Vorratsschrank habe, rauszusuchen und dann irgendwas daraus zu zaubern. So alles zusammenwerfen und irgendwie gucken, was dabei rauskommt. Ich mache das irgendwie mega gerne. Ich glaube, wenn ich für mich alleine koche oder backe, dann mache ich nie irgendwas nach Rezept. Also wie ihr sehen könnt, wenn man Haselnüsse ein bisschen in den Ofen packt, dann platzt die Schale der Haselnüsse so ein bisschen auf und dann kann man das einfach so, die so ein bisschen abholen. Und dann hat man solche geschälten Haselnüsse. So, mein Haselnuss-Schokomousse bzw. Nutella ist jetzt fertig. Ich habe es jetzt extra so ein bisschen dickflüssiger, sage ich. Also flüssig ist es nicht. Aber es ist halt so ein bisschen, dass man es auch streichen kann aus Brot oder so. Das ist ganz gut geworden. Ich habe jetzt eben dann noch Kakao und Dattelsirup dazu gepackt. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Tada! Und das ist mein veganes Nutella. Also für das erste Granola kommen jetzt die 3 Haferflocken. So, ich habe jetzt hier Kokosblütenzucker mit Wasser zusammen gemixt und werde das mal ausprobieren, ob das so aufnimmt. Das habe ich in einem Rezept mal irgendwann gelesen und werde das jetzt einfach mal in diese Mischung geben. Dann in den Ofen und dann kommen die Trockenfrüchte dazu. So, Granola Nummer 1 ist so gut wie fertig. Und jetzt kommen ja noch die Trockenfrüchte dazu. Und ich mache hier die Feigen und ein paar Aprikosen rein. Und das ist das fertige Feigen-Aprikosen-Hafer-Kürbis-Kerngranola. So, fertig. Da kommt jetzt später noch ein Etikett drauf, das ich noch machen werde. Das ist das erste fertige Granola. Ich finde es richtig gut geworden. Oh, mir ist richtig, richtig warm. So, als nächstes mache ich jetzt das Kokos-Granola mit Haferflocken, Kokosraspeln, Walnüssen und Sesam. So, und jetzt mache ich noch das letzte Granola, nämlich das Kakao-Schoko-Granola. Und das mache ich glutenfrei, also ohne Hafer. Und deswegen nehme ich hier Reisflocken und Weizenflocken. Die habe ich von Koro und gleich im 3-Kilo-Pack bekommen. Mir ist so warm.
das letzte ist auch fertig. Wieder zurück hier in meinem Zimmer und das sind jetzt die fertigen Granolas. Ich habe die jetzt hier in diese Gläser gefüllt. Das sind alte Koro-Gläser und habe dazu auch noch diese Etiketten gedruckt. Die habe ich bei Canva einfach gemacht, also ganz easy so Schriften rausgesucht und dann das Format eingegeben und hier habe ich noch die Zutaten drauf geschrieben und wann ich das gemacht habe und dann habe ich noch so eine kleine Schleife drum gemacht und ja, das ist das vegane Nutella und jetzt habe ich hier so eine kleine Box mit Geschenkpapier eingepackt und da kommt das jetzt rein und kannst du mir einmal das geben? Das ist der Gutschein, den ich gebastelt habe, weil Mama bekommt ja auch noch den Mixer und weil der leider gerade nicht lieferbar ist, wegen Corona, habe ich hier so einen Gutschein gebastelt und den einfach ausgedruckt auf so eine Karte und was draufgeschrieben. Und dann, Anja und ich schenken den übrigens zusammen, und dann habe ich hier noch so eine Handyhülle bestellt. Sie bekommt nämlich zum Geburtstag ein neues Handy und eine neue Hülle wollte sie halt auch haben und deswegen habe ich ihr die hier von Ideal of Sweden bestellt. Und so sieht die aus. Das sieht so viel schöner aus als meins. Ich habe ein bisschen was selber gemacht. Coco Granola, oh wie cool. Da hast du jetzt erstmal ein bisschen was von. Ich möchte auch dran snippeln. Oh, das riecht richtig gut. Dried Fruit? Ja. Granola. Kannst du jetzt immer über deine ganzen Porridges machen. Das war dann eine Feige und da sind auch wahrscheinlich Datteln drin, oder? Nee, Feigen und Aprikosen. Vielleicht esse ich das auch einfach nur so. So, Anja und ich haben jetzt gerade noch ein kleines Workout hier im Wohnzimmer gemacht. Natürlich alles nur, ohne den Fuß zu belasten. Also ihr seht, ich kann relativ gut gehen. Draußen laufe ich immer mit Krücken, aber so im Haus kann ich ganz gut gehen. Ich humpel so ein bisschen, aber ich kann mich wenigstens so ganz gut fortbewegen. Treppen sind so ein bisschen schwierig, aber geht auch alles. Also ich hätte es alles schlimmer erwartet und irgendwie bin ich sehr dankbar darüber, dass mein Körper das so schnell in den Griff kriegt. Also habe ich auf jeden Fall das Gefühl und irgendwie habe ich dadurch auch voll die, ja, wie so Wertschätzung für meinen Körper entwickelt. Das ist irgendwie ganz krass, das hatte ich vorher noch nicht so. Und ja, es ist irgendwie schön so zu merken, dass mein Körper gerade was für mich tut, aber dafür muss ich ihm auch irgendwie Ruhe geben und ihn das machen lassen, was er halt machen muss, nämlich den Fuß zu heilen. Ich würde sagen, wenn ich diese Nachricht so vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren bekommen hätte, wäre wahrscheinlich so erstmal eine Welt für mich zusammengebrochen. Und ehrlich gesagt, also der erste Gedanke, als ich gehört habe, dass mein Fuß angebrochen ist und so, scheiße, ich kann mich nicht bewegen, ich kann keinen Sport machen, es ist alles schrecklich, weil Sport schon noch sehr zu einer festen Routine bei mir gehört. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall gerade wieder eine Herausforderung, aber ich bin irgendwie selbst überrascht von mir oder irgendwie auch so ein bisschen stolz, dass ich es trotzdem so gut hinbekomme und eigentlich sehr entspannt mit der Situation umgehe. Also ja, es fällt mir irgendwie gar nicht so schwer und diese kleinen Workouts machen mir irgendwie viel mehr Spaß als so dieser Druck, dass ich jeden Tag irgendwie ein krasses Workout machen muss oder sowas. Das ist bei Weitem nicht so, also ich mache mir da jetzt nicht so einen heftigen Druck, aber unterschwellig, das merke ich jetzt gerade, mache ich mir anscheinend doch mehr Druck, als ich jetzt immer dachte, noch Sport zu machen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass ich gerade das mit diesem Fuß erlebe, weil es mich nochmal so, es lässt mich irgendwie nochmal so ein bisschen mehr reflektieren, auf welchem Level ich gerade so auf diesem Heilungsprozess von so einer Essstörung, Sportstörung und sowas bin. Deswegen hat es auch irgendwie was Gutes. Aber eigentlich wollte ich dazu auch nochmal ein einzelnes Video machen und das jetzt gar nicht so vertiefen. Deswegen rede ich jetzt gar nicht mal weiter. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal duschen gehen und gleich gibt es nämlich schon wieder
Essen. Wir haben Essen bestellt bei The Good Hood für alle Bielefelder. Die liefern und bieten auch einen Abholservice an. Also falls ihr aus Bielefeld seid, da solltet ihr auf jeden Fall mal was bestellen. Die sind sehr, sehr, sehr lecker. So, und jetzt muss ich ganz dringend duschen gehen, weil ich stinke. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen aus dem Wald. Ich mache gerade einen kleinen Spaziergang mit Krücken. Ich bin echt so dankbar dafür, dass ich mittlerweile wieder wenigstens so kleine Spaziergänge mit Krücken machen kann. Und ich liebe das einfach hier zu Hause in Bielefeld durch den Wald zu laufen. Das ist so schön und irgendwie so erholsam, einfach keine Leute zu sehen, einfach nur den Vögeln zuzuhören oder einem Podcast, wie ich das gerade mache, und so ein bisschen diese frische Luft einzuatmen. Und das Wetter ist halt auch richtig schön. Das ist zwar ein bisschen nervig mit Krücken, aber alles besser als nur zu Hause rumzusitzen. Deswegen, ja, kann ich jetzt auch gerade gar nicht weitergehen, weil Vloggen und Laufen geht nicht. Und ich höre gerade einen Podcast, den hat mir Anni gestern empfohlen. Der heißt Baby Got Business. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, die den Podcast macht, aber sie interviewt auf jeden Fall immer so Business-Leute, also Leute, die ein Unternehmen gegründet haben, Leute, die irgendwie erfolgreich sind, alles Mögliche. Ich kann das jetzt gar nicht so gut zusammenfassen, weil ich bis jetzt erst ein, zwei Folgen gehört habe. Und gerade höre ich die Folge mit Pamela Reif, also sie interviewt Pamela Reif, und da geht es so sehr um Disziplin und sowas. Das finde ich sehr interessant, das Thema, weil ich ja auch ein sehr disziplinierter Mensch bin, mir das aber manchmal auch ein bisschen im Weg steht. Und ja, deswegen finde ich es mal ganz interessant zu hören, was andere so dazu sagen. Und das höre ich jetzt, mache meinen Walk und dann frühstücke ich gleich ein bisschen was zu Hause. Und sonst habe ich eigentlich gar keinen Plan, und das finde ich irgendwie total schön, weil ich ja jetzt so die erste Zeit eigentlich in der Corona-Zeit habe, wo ich auch mal ein bisschen chillen kann. Weil alle sind ja immer so, boah, ich habe schon so viel gechillt, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Und ich habe die ganze Zeit ja jetzt gearbeitet und habe jetzt erst so die Zeit, um mal ein paar andere Sachen zu machen, auf die ich richtig Lust habe. Und ja, das macht mir total Spaß und ich kann mal wieder ein bisschen kreativ sein und habe ganz viele neue Ideen für Videos und andere Sachen, die ich umsetzen möchte und so. Und das werde ich jetzt alles in nächster Zeit mal machen. Aber ich möchte auch einfach ein bisschen runterkommen. Man darf sich jetzt auch nicht zu viel Druck machen, jetzt wo man auf einmal, sag ich mal, mehr Zeit hat, weil man zu Hause sein muss und sowas. Und ich finde, Leute fangen viel zu schnell an, jetzt so sich To-Do-Listen zu schreiben. Und ich muss jetzt das machen und ich werde hier besser und ich optimiere mich da und mache das und keine Ahnung was. Und ich finde, das setzt einen auch irgendwie viel zu sehr unter Druck. Deswegen möchte ich das alles ganz entspannt angehen. Ich habe auch meine Listen und ich muss mich da auch zurückhalten, nicht so zu sein. Aber ja, ich möchte dabei mal noch entspannt sein und die Zeit gerade ein bisschen genießen. Genau, so, und jetzt fällt mein Arm ab und mein Bein, weil ich die ganze Zeit auf dem einen Bein stehe. Deswegen gehe ich jetzt mal weiter. Ich saß gerade erstmal schön ein paar Minuten in der Sonne, habe mir einen leckeren Kaffee gemacht und ein bisschen das Wetter genossen. Und ich habe noch eine kleine Frage an euch. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wie viel oder wie viel mehr ich dieses Thema Essstörung auf meinem Kanal thematisieren soll. Also ich habe ja vor ein paar Wochen dieses Video dazu gemacht und so ein bisschen meine Geschichte erzählt und habe für dieses Video auch mega viel Feedback von euch bekommen, wofür ich sehr dankbar war, und ich habe so viele Nachrichten bekommen, auf die ich bis jetzt immer noch nicht geschafft habe, alle zu antworten. Und ich habe gemerkt, dass dieses Thema anscheinend bei euch sehr gut ankam, weil es anscheinend viele von euch selbst auch betrifft und viele von euch irgendwie damit zu tun haben. Deswegen möchte ich diesem Thema irgendwie ein bisschen mehr Platz auch schaffen, hier auf diesem Kanal oder wo auch immer. Aber ich möchte halt auch nicht meinen Kanal nur darauf fokussieren und jetzt nur noch Videos darüber machen. Das habe ich ja schon mal in einem Video nach diesem Essstörungsvideo
gesagt, weil dieses ganze Thema gehört zwar noch zu mir, aber es bestimmt mich nicht mehr und deswegen möchte ich nicht meinen ganzen Kanal darauf irgendwie konzentrieren und so. Ich möchte aber trotzdem irgendwie helfen mit dem, was ich erlebt habe und habe da auch irgendwie total den Drang zu, das zu tun. Ich habe so ein paar Ideen, wie ich das machen könnte oder wo ich das umsetzen könnte. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht einen zweiten Kanal, also einen zweiten YouTube-Kanal mache, wo ich nur Videos über dieses Thema drehe und hochlade, dass nur die Leute, die es wirklich interessiert, darauf gehen können und sich die Videos angucken können. Und diejenigen, für die das halt kein Thema ist, lassen es einfach. Oder ich lege so eine Art Blog an oder irgendwie eine Facebook-Seite, wo man sich austauschen kann, weil ich glaube, dass vielen von euch helfen würde, wenn man darüber spricht und sich mit anderen austauscht, um zu merken, dass man nicht alleine ist in dieser Situation, dass es genug Leute gibt, denen es exakt genauso geht. Bei so einem Blog oder einer Facebook-Seite geht es mir nur darum, dass ich, glaube ich, nicht so gut das, was ich erlebt habe, aufschreiben kann, sondern dass ich es viel besser einfach so erzählen kann und das auch so irgendwie viel besser rüberbringen kann, als wenn ich mir beim Schreiben so viele Gedanken darüber mache, weil ich glaube, dass ich mich dann auch irgendwie schnell darin so verrenne, wenn ich das probiere, alles aufzuschreiben. Und meine letzte Idee wäre ein Podcast. Diese Idee habe ich schon irgendwie sehr lange in meinem Kopf. Ich würde den Podcast natürlich nicht hauptsächlich über dieses Thema machen, sondern es wäre nur ein Teil davon. Aber ich hätte irgendwie total Lust, dieses Format Podcast irgendwie mal in Angriff zu nehmen und ein paar Sachen mit Gästen oder alleine einfach da zu besprechen, als das in mein Video zu packen. Und da würde ich gerne mal wissen, was ihr davon haltet, von dieser Idee. Weil ich glaube, so dieses Format Podcast ist für so ein Thema, was manchmal vielleicht auch ein bisschen tiefgründiger ist, gut, weil man da Sachen über eine längere Zeit besprechen kann. Also man muss es nicht in ein 15-minütiges Video quetschen, sondern kann vielleicht auch mal eine Stunde darüber reden und hat Gäste, mit denen man sich darüber austauschen kann, die dazu auch was sagen können. Man kann auch einfach ganz belanglose Sachen mal besprechen oder darüber reden. Und gerade wie auf meinem Spaziergang höre ich mir einfach gerne Podcasts an. Ja, ich möchte einfach mal eure Meinung hören. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gerade super viel so am Überlegen, was es noch für andere Möglichkeiten für mich gibt, wie ich das, was ich jetzt hier schon auf die Beine gestellt habe, irgendwie noch ausbauen kann, wie ich vielleicht noch mehr Leute erreichen kann, wie ich interessantere Sachen machen kann. Also ich bin über jedes Feedback irgendwie dankbar und schreibt mir gerne alles, was ihr im Kopf habt, was ihr für Ideen für mich hättet, in die Kommentare, was euch interessiert. Kurzer Monolog. Jetzt trinke ich mal meinen Kaffee weiter aus und mache mir gleich mal was zu frühstücken. So, zurück im Auto. Ich fahre noch nicht wieder nach Hause. Keine Sorge, ich bleibe noch ein paar Tage hier. Ich fahre jetzt zum Einkaufen, treffe mich beim Einkaufen mit Anni. Die wollte mir ein bisschen helfen, damit ich das nicht alles alleine tragen muss. Weil Mama geht es nicht so gut heute und deswegen übernehmen wir das Einkaufen. Mache ich aber sowieso gerne. Also wenn ich hier zu Hause bin, dann fahre ich eigentlich immer einkaufen oder übernehme das Kochen oder so. Deshalb, ja, ich lag gerade ein bisschen in der Sonne, das war richtig schön. Und jetzt muss ich los, weil sonst wartet Anni auf mich. Das hier ist übrigens der beste vegane Reibekäse. Der schmilzt so gut und schmeckt wie richtiger Käse. Es gibt jetzt erstmal einen kleinen Fruit Snack und das ist die erste Wassermelone dieses Jahr, die ich esse. Und ich habe sie die ganze Zeit nicht gekauft, weil meistens sind die Wassermelonen, die es jetzt halt schon so früh im Jahr gibt, meistens noch nicht so lecker. Aber die hier ist richtig süß und richtig saftig und lecker und ich liebe Wassermelone einfach. So, ich melde mich mal wieder. Ich sehe ein bisschen zermatscht aus. Es ist jetzt schon 8 Uhr. Wow, irgendwie ging der Tag heute schnell rum. Und ich mache gerade Abendessen für alle. Ich habe hier ein bisschen, also wir wollen so mexikanische Süßkartoffeln machen. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, das kann ich euch mal verlinken. Das ist Mais, Bohnen, Zwiebel und Tomate mit so ein bisschen Zitronensaft und Gewürzen.
Und dann habe ich hier Avocado gemacht. Und dann sind hier im Ofen Süßkartoffeln. Ja, super beschlagen. Ja, und das häufen wir uns gleich alles aufeinander. Eigentlich macht man das in eine große Süßkartoffel rein, aber dafür waren die Süßkartoffeln nicht groß genug.